Der nächste Künstler, unsere 8 heutigen Künstler, die dabei sind, ist der Uli Zitzos, der schon an seiner Gitarre rumsitzt. Ja, Uli. Muss ich irgendwie bespaßen. Ne? Schönen guten Aber Abend. ich habe aufmerksam zugehört. Du hast die Background-Musik jetzt gemacht für meine Moderation. Das ist auch schon mal ganz nett. Allerdings, ja. Ja, was sieht man da hinter dir? Was ist das für ein hübsches Bild? Ich bin gerade in Berlin-Kreuzberg. Hinter mir der Festsaal von Berlin-Kreuzberg, der Tourbus von Gute Frage. Ich habe das Foto aufgenommen. Es ist natürlich ein konstruierter Background jetzt hier. Ich bin großer Mark Koslek, Sun Kill Moon Fan und habe die in Berlin angeguckt vor, ich, keine Ahnung, 3, 4 Jahren vor den großen Skandalen im Berliner Festsaal, Kreuzberg Festsaal heißt das glaube ich. Und habe da das Foto aufgenommen. Und, ich weiß nicht, ob es der Sun Kill Moon Tourbus ist, aber genau. Und habe da übernachtet in einem Hostel und habe da Mark Koslek mal live gesehen. Fand das sehr gut. Ah ja, okay. Und du machst auch sonst sehr viel, also neben der Musik. Du bist also auch noch Maler, habe ich gelernt. Und machst Vernissagen, Ausstellungen deiner eigenen Kunstwerke. Ja. Hast aber jetzt kein Gemälde von dir, das du jetzt schnell ja, in den Hintergrund. Du könntest jetzt schnell machen. Du hast mich jetzt also auf die fantastische Idee gebracht, aber auf die alle. Ich hatte, glaube ich, nur 3 Fotos hier irgendwie auf in diesem, meinem Fotomediathek und eins davon war das. Ich könnte das machen, aber nee, ich male auch und stelle aus. Ja. Du malst und du bist auch Filmkomparse. Ja, wie so viele so in unserem Kleinkunstgenre, ja. Hast mit Eva und, Green und Alicia Vikander gedreht. Ja, ich, also wer da mit wem gedreht hat, ist eine gute Frage. Also, die mit dir und du mit ihnen, ja, das ist jetzt eine Philosophie. Es ist tatsächlich so, ich bin so über den Nürnberger Tatort da so ein bisschen reingekommen, diese Filmkomparserie, also mehr ist es tatsächlich nicht und hatte tatsächlich das, ja, ich werde oft abgelehnt, also für so Werbespots für Mediamarkt oder so, aber gerade dafür, Euphoria war das, was ich, skandinavisches Dogma-Kino, was ich eigentlich sehr gut finde. Wurde ich dann tatsächlich gebucht und hatte da tatsächlich eine fast schon eine körpernahe Szene mit Alicia Vikander, die hat mich dann angeschrien und das war ihr, es war so ein bisschen so improvisiert auch, ich war nicht vorbereitet als Komparse, die da auf mich zurennt und mich anschreit und ist dann schön rausgeschnitten worden auch aus dem Film. Und dann, genau, der Charles Dance, ich wusste das gar nicht, Games of Thrones, ich kannte den eher aus Alien, auch ungeplant, der kam auf mich zu, so eine Partyszene und hat mir mit, der Typ ist ja 2 Meter groß und hat mir in seiner gigantischen Pranke mit voller Wucht, ne, also der kennt da keine Gnade, mir auf den Rücken gehauen, in seiner Partylaune. Und ich bin da schon, ich hatte es fast vom Stuhl gehauen, aber was macht man nicht alles als Komparse? Ja. Für 20 ja, Euro. Das stimmt, ja. Ich hatte das Erlebnis auch mal. Ja. Ich hatte mich da spaßeshalber beworben für Edward Snowden, also für diesen Snowden-Film. Ah, ja. Ja, genau. Und ich hatte da tatsächlich 2 Drehtage und ich bin auch im Film zu sehen. Ja. Also es ist, ich stehe mal irgendwo in so einem Grüppchen. Ich stehe mal irgendwo in so einem Grüppchen im Hintergrund, als Edward Snowden mit seinem Zauberwürfel da sein komisches Büro verlässt und ich laufe einmal im Unscharfen im Hintergrund das Bild. Aber das Erlebnis war unglaublich, also so mit also Oliver Stone als Regisseur zu erleben. Ja. Ich meine, du hast ja als Komparse keine Berührungspunkte irgendwie mit den Leuten. Ja. Die halten dich ja normalerweise fern von der ganzen Chose. Aber es war wirklich eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Ja, gut. Aber kommen wir jetzt mal zu deiner Musik. Elektronisch avantgardistisch und dann wieder ganz zahm mit klassischer Nylon-Saiten-Gitarre und Folk-Pathos hast du geschrieben. Ist das charakterisiert, ist das, was du machst?
Ja, also ihr seid ja alte Münchner oder Münchner. War da lange unterwegs mit Hutpferdemänner. Das war so meine erste deutschsprachige Punkrock-Grunge-Band, wie auch immer, lange Jahre. Und der Folk-Pathos kam erst, war immer schon ein bisschen da, aber früher halt viel mehr in Punk und Grunge verpackt. Und so radikal umgesetzt mit Nylon-Saitengitarre, also der Folk umgesetzt, das ist jetzt ziemlich neu. Jetzt, wenn ich dann dich höre mit Punk und Rock und Folk und Pathos, ja, und dann sehe ich einen Titel, der da heißt Disco Explosion. Wie passt denn das zusammen? Meine aktuelle Band ist ja The Elephant Circus. Also die Hutpferdemänner wurden irgendwann mal abgelöst von Elephant Circus, da mit englischen Texten und eher so Amerikaner-Richtung, was ich auch immer sehr geschätzt habe. Das ging von dem Schlagzeuger von The Elephant Circus aus. Er hat einfach gesagt, wir müssen jetzt mal eine Disco-Nummer machen, und der geht immer so ein bisschen auch seiner Launenhaftigkeit nach und hat dann einfach so ein Dick, 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 Disco-Beat gespielt, und daraus ist Disco Explosion entstanden. Und ich mache das jetzt in der Solo-Version eher melancholisch, ein bisschen langsamer, aber so Also ist der entstanden. wir hören jetzt eine langsame Disco-Explosion von dir sozusagen. Das ist eine sehr langsame Zeitlupenexplosion, wie man das ja aus dem einen oder anderen Hollywood-Blockbuster kennt, genau. Ja, aber ich finde sowas ja gut, wenn man sich irgendwie nicht so festlegt auf eine konkrete Richtung und dann immer denkt, man müsse nur das eine machen und immer nur in die gleiche Richtung gehen. Ja, ist richtig. Musik ist so vielfältig und so unterschiedlich, ja, und warum sollte man sich da festnageln lassen Ja, auf du irgendeine kannst Richtung? eine Songidee in die verschiedensten Soundgewänder packen, und es ist Völlig und es richtig. bleibt so alles spannender, ne? Also finde ich. Genau. Und das Spannende hören wir uns jetzt an und euch draußen wiederum, wenn es euch gefällt, ja, vote.musok.de, holt euch euren 6 € Abstimmungszugang und gebt sie dem Uli Zitzos, der freut sich drüber. Und wir freuen uns auch drüber, weil dann können wir das Ganze auch weiterhin betreiben und weiterhin auch für unsere Künstler irgendwie tolle Preise zur Verfügung stellen. Hier ist Uli Zitzos mit Disco Explosion. Viel Spaß.
tell me how to do it, and I can't screw it no more. Things are getting funky, drinking the devil's brew. Disco Explosion. Den Titel kann ich jetzt nicht ganz verstehen, wieso das so heißt, aber egal. Finde ich, ist ein sehr lebendiger, dufter Song. Hat total das Feeling von den frühen 70ern. Und wäre toll, wenn er ab und zu noch einen zweiten Musiker dazu gehabt hätte, weil dann wäre es noch abwechslungsreicher. Aber ansonsten finde ich das ziemlich dufte.